Hallo, liebe Freunde des gepflegten Puppentheaters, des Puppenspielers. Heute melde ich mich vom Campingplatz Roche. Das ist der coolste Campingplatz in ganz Kärnten. Die beiden Betreiber sind die Katja und der Samo. Der Samo ist nicht der in der Mitte. Der Samo betreibt das Hands-on Science Center hier am Campingplatz. Es gibt hier jede Woche super gutes Kasper-Theater. Nicht das billigste Kasper-Theater. Selten, die fahren schnell wieder weg. Eigentlich ein sehr ruhiger Campingplatz. Ja. Es gibt nicht das billigste Camping, nicht das billigste Kasper-Theater, sondern es gibt das teuerste und coolste Kasper-Theater. Jede Woche. Ja, und hinter mir befindet sich der coole Badesee vom Campingplatz Roche. Roche ist übrigens slowenisch, weil wir sind hier in Südkärnten, wo manche Leute vor Jahrhunderten angefangen haben, Slowenisch zu sprechen und sich das bis heute zum Glück nicht abgewöhnt haben. Können Deutsch natürlich auch, können auch Holländisch, man kann also von überall kommen. Aber hier gibt es diesen besonders coolen Badesee. Und an diesem Badesee spielt gleich die Geschichte vom Kasper und dem dicken Fisch. Denn hier gibt es auch echte, richtige, dicke Fische in dem Badesee. Die soll man aber nicht angeln. Und man soll noch was anderes nicht tun, wenn man hier im See badet. Der Fische wegen. Also, heute, hier kommt es gleich, die Geschichte vom Kasperl auf dem Campingplatz Roche in Kärnten im Rosental